Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Bringen Sie mir Fegelein! 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 Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Diesen Kräften, mein Führer. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände... Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Haben Sie noch Zweifel an einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge, Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Wir sind Soldaten! Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Ich habe mich klar genug ausgedrückt. Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Ich will Fegelein sehen. Sofort. Dann soll die Armee kehrt machen. Sie noch Zweifel an einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Aber Sie haben es doch selbst gehört. Er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Ich will Fegelein sehen. Sofort. Oh, haben Sie noch Zweifel an einem Befehl? Ich glaube... Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Halter! Sie lassen keine Gärtner! Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Aus dem besten Europa überschwemmen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Aus dem besten Europa überschwemmen. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Ich glaube! Dann entblößen wir die Westfront. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert! Es hat mir jeden nur erschreckigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan! Von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Haben Sie noch Zweifel an
Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Entrüsten wir die Westfront! Ist das Feiglinge! Verhalten, Versager! Haben Sie noch Zweifel an deinem Befehl? Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände. Dann soll die Armee kehrt machen! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Dann soll die Armee kehrt machen! Und was ist los? Woher kommt die Schießerei? Hören Sie den Beschuss nicht? Mann, mach Hölle! Ich will abends die Tarne mit spielen! Los! Das verdammte Spiel! Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen!
Ich will spielen! Los! Ab das Feuer! Sofort! Es geht los! Schnell in Start! Jetzt geht's los! Mann, mach Hände! Ich will an den Tournament spielen! Los! Start das verdammte Spiel! Es geht los! Oh! Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen?
Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände. Erstens wäre der Führer eine legendäre Persönlichkeit und der Nationalsozialismus ein Mythos, weil er durch den letzten großen Einsatz geheiligt wäre. Alles Menschliche, das man heute an uns kritisiert, das wäre dann mit einem Schlag abgewischt. Nur hier in Berlin, nur hier kann alles gerettet werden. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Führer, du bist die 9. Armee verloren. Dann soll die Armee kehrt machen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Ich habe mich klar genug ausgedrückt. Mit welchen Kräften, mein Führer? Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Einer konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. In einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Ein anderer! Ja! Und das! Entziehen wir Fegelein! Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich habe das einmal mitgemacht! Das reicht! Ein ausgerechnet Himmler! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Versuchen Sie es! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Jetzt will er, dass Steiner angreift. Purer Wahnsinn, Mann. Ich habe mich klar genug ausgedrückt. Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Ich will Fegelein sehen. Zerfahren! Ausgerechnet Himmler! Fegelein! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Ich will Fegelein sehen! Zerfahren! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Es sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Ein anderer! Ja! Und da! Ein ausgerechnet Himmler!
mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Wir haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren Medizinforschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Anders kann man das nicht machen. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Dem Angriff Steiners, wie das alles in Ordnung kommt. Ja, vielleicht schon dort! In die andere Ja! Verrat! Nein! Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! In die andere Ja! Bringen Sie mir Fegelein! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fegelein sehen. Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! Oder hat uns daran hindern, selbstständig zu denken? Bringen Sie mir Fegelein! Ich bin Fegelein, sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Oh, Sie zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ja, vielleicht schon dort! Behaupten Sie einen Angriff, wenn es sehr unwahrscheinlich. Denk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Sind hier denn alle verrückt geworden? Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Aber er wird niemals kapitulieren. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht. Ich habe das einmal mitgemacht. Das reicht. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Wir auch nicht! Ich hab das einmal mitgemacht! Das reicht! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Es sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Dann soll die Armee kehrt machen! Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Dann suchen Sie ihn eben! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Bringen Sie mir Fegelein! Autorisieren behauptet, ich wäre krank! Ja, vielleicht schon dort!
sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Ich bin 40. Oh. Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Dann soll die Armee kehrt machen. Es sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Bringen Sie mir Fegelein! 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 Mein Führer, Ruf und der Berlin wird eine Streitigung bringen. Mein Führer, Ruf und der Berlin wird eine Streitigung bringen. Mein Führer, Ruf und der Berlin wird eine Streitigung bringen. Mein Führer, Ruf und der Berlin wird eine Streitigung bringen. War ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ja, vielleicht schon tot! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Soll der Alt uns daran hindern, selbstständig zu denken? Bringen Sie mir Fegelein! Mein Führer, Ruf und der Berlin wird eine Streitigung bringen. Mein Führer, Ruf und der Berlin wird eine Streitigung bringen. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der Leuten Armee vereinigen. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fegelein sehen. Sofort! Soll die Armee kehrt machen? Noch zwei Fehler neue Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Halte! Wie lässt sich deiner Gärtner einzeln? Er ist nicht in der Bunkeranlage. Die neue Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die neue Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Dann soll die Armee kehrt machen! Jetzt! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe! Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront! Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Soll der Alt uns daran hindern, selbstständig zu denken? Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich hab das einmal mitgemacht! Das reicht! Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Zweifel an deinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Erlangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Ich glaube!
viel Logik da schon aus. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Dann suchen Sie! Wir können den Regisseur der Fegeler nirgendwo finden. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Bringen Sie mir Fegelein! Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Ich will Fegelein sehen! Sofort! Was sind das, die Soldaten, die für Sie verbluten? Ist das Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Bringen Sie mir Fegelein! Fegelein! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Das war ein Befehl! Der Angriff Steigers war ein Befehl! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Dann soll die Armee im Kehrtwach führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Sonst haben wir jede Chance verspielt. Danke. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen. Das war ein Befehl! Der Angriff Steigers war ein Befehl! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrtwach. Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Das sind doch alles volle Fragen. Wir müssen jetzt handeln. Die Logik der Frau. Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Wenk! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen? Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Bringen Sie mir Fegelein! 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 Bringen Sie mir Fegelein! Fegelein! Wir müssen jetzt handeln! Das war ein Befehl! Der Angriff Steigers war ein Befehl! Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! This game has chat works. Ich habe heute Wort in Klausenerz. Berlin wird Frankstadt. Sie übernehmen. Mein Führer, bei allem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden? Faches. Wenk! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen? Die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände. Mein Führer, Ruf und Berlin wird eine Streitigkeit. Kann und darf nicht sein. Shut up! Dass diese Kultur. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Dann soll die Armee im Kehrtwach. Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Na prächtig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Wer sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Das war ein Befehl! Wir müssen jetzt handeln! Und Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Das war ein Befehl! Der Angriff Steigers war ein Befehl! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrtwach machen!
dann entblößen wir die Westfront. Appenzeller, zweifel an deinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Dann soll die Armee kehrt machen. Appenzeller, zweifel an deinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Wir müssen jetzt handeln. Das war ein Befehl. Der Angriff Steigers war ein Befehl. Fegelein! Oder hat uns daran hindern, selbstständig zu denken? Bringen Sie mir Fegelein! Fegelein! Wir müssen jetzt handeln. Bringen Sie mir Fegelein! 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 Soll der Alt uns daran hindern, selbstständig zu denken? Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Daran hindern, selbstständig zu denken? Wir müssen jetzt handeln! Appenzeller, zweifel an deinem Befehl! Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Sie haben es doch selbst gehört. Bringen Sie mir Fegelein! 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 Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren Medizinforschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Anders kann man das nicht machen. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fegelein sehen. Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Bringen Sie mir Fegelein! 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 Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden... Mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Mit welchen Kräften, mein Führer? Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden... Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee... Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Haben Sie noch Zweifel an deinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Mit welchen Kräften, mein Führer? Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Mit welchen Kräften, mein Führer?
Und mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Ausgedrückt! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube! Welchen Kräften, mein Führer? Atwaff, wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen.